Es hat sich direkt sich echt krass angefühlt, voll fokussiert, Bauchschmerzen, Übelkeit zwischen leicht und fuck, ich kotze gleich. Und meine ganze Sicht war einfach farbentsättigt. Methylphenidat, Medikinet oder auch Ritalin ist ein Arzneimittel der Gruppe Amphetamine und fällt unter das Betäubungsmittelgesetz. Verschrieben wird es meistens an Patienten mit Tourette oder ADHS. Und die Liste an Nebenwirkungen ist verdammt lang und gar nicht mal so harmlos. Und ich? Oh fuck. Und ich teste es 2 Tage lang für euch aus. Ich habe es auf Rezept bekommen, da ich ADHS habe. Allerdings habe ich es noch nie probiert. Geschweige denn irgendwelche ADHS-Medikamente. Unfähig. Einfach verschüttet, Digga, ich Idiot. Lieber Mr. Snowden, ich schreibe Ihnen. So, moin. Tag 1, ich bin übelst konzentriert. Ich kann mich auf die Sachen fokussieren, auf die ich mich fokussieren will. Nebenwirkungen waren aber, ich hatte Bauchschmerzen, war Übelkeit. Ich hatte Übelkeit zwischen leicht und sehr stark. Und ich hatte für ein paar Stunden eine farbentsättigte Sicht. Also meine Sicht war irgendwie leicht unscharf und ein bisschen grau. Äußerst merkwürdig auf jeden Fall. Ah ja, es ist 0.40 Uhr. Ich habe komplett vergessen, das Ding aufzunehmen. Deswegen nehme ich es jetzt. Also, es ist Tag 2 zu Ende. Ich habe trotzdem auch heute wieder eine Probe geschrieben in Mathe. Ich war auf jeden Fall heute super konzentriert. Mir hat es richtig Spaß gemacht, dass ich konzentriert war. Ich hatte heute auch diesen leicht farbentsättigten Effekt. Aber den hatte ich nur so für eine Stunde vielleicht. Und auch deutlich schwächer als am ersten Tag. Aber ich habe mich nicht wirklich so krass super konzentriert gefühlt, sondern ich habe mich einfach halt so gefühlt wie ganz normal. Nur mit dem Unterschied, dass ich einfach mich besser konzentrieren kann auf die Sachen, auf die ich Bock habe. Ich war heute auch viel ruhiger. Ich war heute auch wieder sehr müde. Meine Pupillen waren auch sehr offen, sehr klein. Ich hatte heute auch ein bisschen Bauchschmerzen, aber keine Übelkeit oder sowas. Ah, auch gar nicht gemerkt. So circa 20 Minuten nach der Einnahme hatte ich für ein paar Minuten so ein Gefühl, als hätte ich Nasenspray genommen. Und dieser Geschmack vom Nasenspray läuft mir gerade den Rachen runter. Bitterer Geschmack, so im Rachen, so komisch. Also wirklich, als hätte man einfach zu viel Nasenspray genommen und irgendwie hochgezogen. Und nach der Probe war ich auf jeden Fall heute sehr exhausted. Ich war in Mischung aus gelangweilt, müde, entspannt, konzentriert. Trotzdem halt, wie gesagt, dieses Mischung aus konzentriert, aber müde. Oh Mann, ey. Also, folgendes, Freunde. Das Video ist komplett planlos. Diese Aufnahmen, die ich gemacht habe vom Tag 1 und Tag 2, sind jetzt fast 4 Monate her. Ich habe die Mitte, Ende Dezember gemacht. Und nach 2 Tagen Einnahme mit vielen krassen Nebenwirkungen habe ich nochmal mir entschlossen, einmal nur eine Hälfte-Tablette zu nehmen und einmal das später zu nehmen. Und nach nie wieder mehr, weil die Nebenwirkungen für mich schlecht waren. Das heißt, erstens, aus 7 Tagen wurden danach nur noch 4. Die ganzen Aufnahmen sind komplett durcheinander. Also, nicht nur, weil das Video eventuell ein bisschen weird aufgebaut ist oder nicht so gut ist oder was weiß ich oder komisch ist. Es liegt daran, dass die zwischen heute und den allerersten Aufnahmen fast ein halbes Jahr dazwischen liegt. So, Tag 3. Ich habe es um circa 8 Uhr morgens eingenommen. Ich hatte 4 Stunden Schlaf plus 5 Stunden Schlaf nachher. Ich hatte insgesamt 9 Stunden Schlaf auf 2 unterschiedliche Zeitpunkte verteilt. Ich habe noch ein bisschen was gegessen so und habe dann es eingenommen. 10 Minuten nach der Einnahme hat sich meine Sicht wieder verändert. Circa eine halbe Stunde später habe ich meinen Herzschlag stark gespürt. Das war auch ganz weird. Und es kam wieder dasselbe Gefühl hoch. Also das heißt, dass ich wieder so ein Gefühl hatte, als hätte ich die ganze Nacht durchgemacht, obwohl ich halt nicht durchgemacht habe. Meine Pupillen waren noch deutlich kleiner. Und dieses ganze Gefühl von ein bisschen Schwindigkeit, dieses Nachtdurchmachen und einfach so komisches Unwohlgefühl hat den ganzen Tag angehalten, dass ich sogar das Projekt abbrechen wollte. Aber dann
Einen Tag später dachte ich mir, hey, ich habe jetzt Gefahrschule, ich habe jetzt schon gegessen und bin wieder wach. Vielleicht ändert das ja was. Aber was dann für eine Wirkung kam, hätte ich echt nicht erwartet. Ich hatte halt Fahrschule und habe es halt eben ganz spät gegen 16.50 Uhr eingenommen. Ich war komplett schockiert. Keine Nebenwirkungen, voll konzentriert, bisschen Migräne, aber das war's auch. Voll konzentriert, keine Nebenwirkungen, alles war perfekt. Und es hielt auch die ganze Zeit an. Ich dachte mir vielleicht, hey, beim Schlafen gehen könnte es Probleme geben. Nö, es war ohne Probleme, es war alles top. Also das war echt komisch. Trotzdem werde ich das Projekt auf jeden Fall nicht mehr weitermachen, weil es mir einfach nicht gut ging die anderen Tage so. Deswegen, anstatt 7 Tage musste ich leider abbrechen und es wurden leider nur 4. Das ist übrigens mein erstes Selbstexperiment. Ich wollte es eigentlich viel professioneller machen, allerdings war es zu kurze Zeit und es ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, um zu sagen. Und es ging viel dazwischen, deswegen ist jetzt so geworden, wie es jetzt geworden ist. Allerdings werde ich eventuell, wenn ihr gerne mehr von dem sehen wollt, mal es eventuell auf eine Woche oder einen Monat mal testen. Bin gespannt, wie das ist. Das war's mit dem YouTube-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr das gerne eine positive Bewertung da. Schreibt mir gerne noch in die Kommentare, was ihr als nächstes Selbstexperiment sehen wollt. Und ich wünsche noch viel Spaß, bleibt gesund und nehmt so einen Scheiß nicht, wenn ihr kein ADHS oder Tourette habt.